Hallo zusammen, unser Thema heute. Wie bekomme ich eine Funkkarte? Warum benötigt man eine Funkkarte? Die Funkkarte dient als Bestätigung, dass man an der Auftragsvermittlung der Taxi-Autozentrale teilnehmen darf. Bei den DBG 100 Funkgeräten ist die Karte auch technisch notwendig, um das Gerät einsetzen zu können. Beim neuen Taxifunk erfolgt eine Anmeldung per PIN. Wie bekomme ich eine Funkkarte? Um eine Funkkarte, auch TBK genannt, zu erhalten, muss man an der Funkschulung teilnehmen und eine Prüfung ablegen. Für diese Schulung nehmen wir nur Personen an, welche von der Behörde schon einen Führerschein zur Fahrgastbeförderung, auch P-Schein genannt, erhalten haben. Wie lange dauert die Funkschulung? Die Funkschulung dauert 5 Tage, meistens von Montag bis Freitag und findet nachmittags statt. Welche Themen werden bei der Funkschulung behandelt? Bei der Schulung behandeln wir Themen wie den Taxitarif, Gesetze fürs Taxigewerbe, Grundlagen der Vermittlung, Bedienung des Taxifunks, diverse Auftragsarten, Krankenfahrten, Notsituationen und etwas Ortskunde. Darüber hinaus beschäftigen wir uns noch mit der Struktur und Arbeitsweise der Taxi-Autozentrale. Wann und wie findet die Prüfung statt? Die Prüfung findet in der Regel in der Woche nach dem Kurs statt, damit die Prüflinge noch Zeit zum Lernen haben. Geprüft wird überwiegend schriftlich von vorher genannten Themen wie Taxitarif, Ausstellen einer Quittung, Grundlagen der Vermittlung, Bedienung des Taxifunks, Krankenfahrten, Notruf, Fachkunde und etwas Ortskunde. Ich habe gehört, dass es bei der Stadt keine Ortskundeprüfung mehr gibt. Das ist richtig. Wir als Taxi-Autozentrale erwarten von unserem Fahrpersonal jedoch gewisse Grundkenntnisse vom Stadtgebiet Stuttgart und werden dies auch abfragen. Muss ich für die Prüfung lernen? Wenn jemand den Unterrichtsstoff nicht nochmal durcharbeitet und teilweise auswendig lernt, halte ich es für unwahrscheinlich, dass diese Person die Prüfung besteht. Wie viel kostet der Kurs? Der Kurs kostet 400 Euro. Im Preis eingeschlossen ist eine Prüfung. An wen wendet man sich bei weiteren Fragen? Wie meldet man sich an? Bei Fragen und zur Anmeldung für einen Kurs wenden Sie sich bitte ans Schulungsteam. Sie können uns per E-Mail oder telefonisch erreichen. Das war unser Video zum Themenbereich Funkschulung.